Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Wenn wir einen einfachen Stammbruch 1 durch b mit einer einfachen Zahl a, also a durch 1, multiplizieren, erhalten wir a durch b. Ein Drittel mal 2 ist 2 Drittel. Wir können auch zwei Stammbrüche multiplizieren. Ein Drittel mal 1/2 ist 1 Sechstel. Wenn wir den Bruch a durch b durch den Bruch c durch d dividieren wollen, müssen wir mit dem Kehrwert des Bruches c durch d multiplizieren. Man kann diese Aussage auch mathematisch beweisen. A durch b durch c durch d soll x ergeben. Wir multiplizieren mit c durch d, machen eine Äquivalentumformung, erhalten dann diesen Ausdruck, setzen x, unsere Unbekannte, als Bruch p durch q, multiplizieren aus und erhalten a durch b ist b mal c durch q mal d. Wir erweitern den linken Bruch mit c mal d und sehen, dass die Unbekannte p gleich a mal d sein muss und die Unbekannte q gleich b mal c sein muss. Wir sollen x² durch y durch x minus x berechnen. Zunächst führen wir die Division durch. X² durch y durch x. X bedeutet x Einzel. Jetzt wenden wir die Kehrwertregel an und erhalten x² durch y mal 1 durch x. Den zweiten Summanden formulieren wir ebenfalls als Bruch x Einzel. Jetzt kürzen wir den linken Summanden mit x und den rechten Summanden erweitern wir mit y. Wir erhalten dann x durch y minus xy durch y. Wir haben zwei gleichnamige Brüche, die können wir subtrahieren. Im Zähler steht jetzt x minus xy oder ausgeklammert x mal 1 minus y. Doppelbrüche sind zu vermeiden, denn Doppelbrüche sind mehrdeutig, vor allem dann, wenn die Bruchstriche gleich lang sind. 20 durch 10 durch 2 bedeutet das 20 durch 10 geteilt durch 2 oder 20 geteilt durch 10 durch 2. Man kann durch Klammern oder durch die Länge der Bruchstriche Eindeutigkeit herstellen, besser ist es aber, auf Doppelbrüche generell zu verzichten bzw. sie umzuwandeln. Wir wollen diesen Doppelbruch in einen Einfachbruch umwandeln. Wir verwandeln zunächst den längeren Bruchstrich in ein Geteiltdurchzeichen, formen die grüne Klammer um, indem wir die Differenz bilden, bilden jetzt den Kehrwert des zweiten Bruches und multiplizieren mit diesem, und erhalten schließlich einen einfachen Bruch. Aus diesem Ausdruck soll ein einfacher Bruch werden. Wir setzen den längsten Bruchstrich durch ein Geteiltdurchzeichen, formulieren den Klammerausdruck um, bilden den Kehrwert des Divisors und multiplizieren. Wir können auch mit y plus x kürzen und erhalten 3 durch xy. Sicheres Bruchrechnen ist sehr nützlich, wenn man Einheiten umrechnen will. Das hier ist ein Drehzahlmesser, er gibt die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute an. Wir wollen die Drehzahl von der Einheit Umdrehungen pro Minute in Hertz umrechnen. Eine Minute ist gleich 60 Sekunden. Wir stellen diese Gleichung jetzt so um, dass wir nur noch eine 1 auf der linken Seite haben, zum Beispiel 1 gleich 60 Sekunden pro Minute. Mit dieser 1 können wir nun beliebige Zahlen und auch beliebige physikalische Größen multiplizieren. Wir erhalten auch eine 1, wenn wir den Bruch umkehren, Minute durch 60 Sekunden. Auch mit dieser 1 können wir beliebige Zahlen und beliebige physikalische Größen multiplizieren. Wenn wir zum Beispiel 1000 Umdrehungen pro Minute haben, können wir diese Zahl mit dem grün gezeichneten Bruch multiplizieren, denn wir multiplizieren ja nur mit 1, können dann mit Minute kürzen, können 1000 durch 60 ausrechnen und haben 60,6 Periode Hertz. Auf ähnliche Art und Weise können wir Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umrechnen. Wir wissen, ein Kilometer sind 1000 Meter, eine Stunde sind 3600 Sekunden. Wir rechnen aus diesen beiden Gleichungen jeweils eine sinnvolle 1 aus. 1 ist gleich 1000 Meter durch Kilometer, 1 ist gleich Stunde durch 3600 Sekunden. 50 Kilometer pro Stunde, wir multiplizieren mit der roten 1, wir multiplizieren mit der grünen 1, kürzen Kilometer, kürzen Stunde,
rechnen aus und erhalten 13,8 Periode Meter pro Sekunde. Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Brüche werden dividiert, indem man mit dem Kehrwert des Divisors multipliziert.